Hallöchen, Leute, da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Nicht Exi hauen. Er geht kaputt. Ich will ja nicht Exi hauen, habe ich Das doch sieht aber gesagt. so mörderisch aus. So. Naja. Grüner Muskel mich gerade angeknurrt. Wer hat dich angeknurrt? Können die Chibis knurren? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Irgendwas hat gerade geknurrt. Oder es war Exi sein Magen. Ich weiß es nicht. Gute Was tut Frage. man denn am besten? Woran Hast du erkenne am ich es denn besten jetzt? Skills? Gewicht, oder? Für den Anfang ist, glaube ich, Leben, Ausdauer und Gewicht am sinnigsten. Ich flitz mal zu den Magmas. Und Serena versucht sich noch hier zurechtzufinden. Ja, ich würde vielleicht mal langsam mit irgendwas rumfliegen. Was kann ich denn hier nehmen? Exi, sag du. Also Nicht das, du was für Hedda kannst. wichtig ist. Ja. Dann bringt er mich um. Nee. Er knufft dich vielleicht ein bisschen, aber. Du kannst auf jeden Fall die Agis nehmen. Da ist Okay. egal Und was. die Also, was heißt, aber da haben wir genügend, um die nachzuzüchten. Das irgendein Agi, der tabu ist? Nö, eigentlich nicht. Also du kannst Redcap sonst gerne nehmen, mit dem fliege ich sonst auch immer rum. Nee, der sieht zu schön aus, den bringe ich am Ende um. Dann nimmst du, was haben wir denn hier? Nimmst du hier den Den? Agatavis hier? Gut, dann nehme ich Agentab. Der ist aber jetzt nicht irgendwo festgebunden oder so, ne? Nö. Ja? Okay. Sollte er nicht sein. Ich glaube, der hat keinen Sattel auf, gell? Oh, Ja. okay, dann einmal Satteltausch hier. Mäh, kann ich auch. So. Nee, ich will immer noch nicht das Inventar öffnen. Hä? 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 Ich kann mich nicht draufsetzen. Ich kann nur Inventar öffnen. Ich bin so blöd für Haag. Musst du näher ran. Noch näher? Oder ist War er in noch ihm drinne. festgebunden und ich habe es nicht gesehen? Moment. Ach doch. Ups. Hab ihn nicht Okay. gesehen. Sollte gleich gehen. Ja. Geht. Ja. Wie war das? Ah, so, okay. Ist da ein Lava-Golem in der Höhle? Ah. Zuhina wird in die große, weite Welt entlassen. Was ist das für ein Nest da unten? Da läuft irgendwas Grünes rum. Was ist das Grüne? Warum ist es grün? Ist ihm schlecht? Klar, vielleicht sollte jemand mit mir mitfliegen. Ich habe so viele Fragen. Kann ich machen. Wo bist denn du lang geflogen? Da. Ja, was ist das? Ihhh! Ey, sie kommt mit dem großen Drachen an. Was ist das Grüne, was da unten rumläuft? Ich glaube, Exi bringt es gerade um. Das. Du meinst, sind das da? Ja! Das ist ein Deinonychus. Kenne ich nicht. Ja, die sind recht neu und kommen, glaube ich, auch nicht von Valguero nur. Okay, und was ist das für ein Nester?
Das ist ein Nest von denen. Was passiert, wenn ich die Eier klaue? Dann sind die böse. Aber die sind auch böse, wenn du nicht die Eier klaust. Okay. Zumindest wenn du absteigst. Habe ich nicht vor. Also Wyvern greifen die so nicht an, aber ich glaube, ein Agi greifen die auch so an. Ui, was ist das denn da unten? Der leuchtet so komisch. Ach so, der hat einen Rudelbuff. Das sind Allos. Wenn da welche zusammen sind, dann kriegt der mit dem höchsten Level einen Buff. Oder verteilt einen Buff. Und die sehen aber schon krass wie ein Dominus. Das muss man aber mal sagen. Ja, wir haben schon ein bisschen Ähnlichkeit mit. Männer von einem Kanu. Kanus haben aber noch kürzere Arme. Ui, was fliegt denn da buntes rum? Das ist auch ein Agi. Oh, da ist noch ein buntes. Es gibt momentan hier so ein Event noch, wodurch die andere Farben haben können. Okay. Was schwimmt da unten? Unten schwimmt irgendwas. Wir wissen, was da schwimmt. Eigentlich schwimmt hier nichts. Hä, hey, da ist eben irgendwas im Wasser gewesen. Das habe ich gesehen. Ah! Ach so, doch, da. Das sieht aus wie ein... Bionics ist das doch, oder? Nee, ist entweder ein Sarko oder ein Capro. Achso. Etwas Buntes. Das ein Sarko. What? Seit wann machen die das? Hinter diesen Rex. Nee. Nee. Ey! Willst du mich gerade anknabbern? Nein. Kann ich mich hier hinsetzen? Meh. Ich auch meh. Ich muss gleich wieder aus der Höhle raus, weil es so heiß ist. Ich war schon am Ei und dann war ich aber nicht in Position zum Absteigen. Och, komm schon! Ich lock schon wieder alles an, was gefährlich ist. Was? Was hast du gemacht? Du bist gelandet. Ich? Ja. Man kriegt in der Lava nicht so viel Schaden, ne? 25. Das geht eigentlich. Also der Rocky. Wenn da einer von diesen Golems noch weggehen könnte. Von den Magmasauren. Das wäre echt cool. Aber so sind die mir alle zu nah. Muss noch langsam fliegen, weil Weltaufbau. Bin ich doch ein bisschen schneller? Was haben wir denn hier? Das ist die Vulkaninsel. Ah. Ich werde die jetzt voll mit bösen Viechern, die mich töten können. Schon ein paar, ja. Aber den Agi kriegen jetzt auch nicht ganz so schnell tot. Sag's nicht so laut. Achso, das ist so ein Eierdieb da unten, oder? Der da unten? Ja, sieht aus wie so ein Eierdieb. Das ist so ein schneller Weglaufflitzer. Dann ist es der Eierdieb. Der eigentliche Eierdieb, der Oviraptor, ist noch kleiner. Was kämpft denn da? Was geht denn da ab? Hier links. Ja, was ist das? Hier links kämpft ein, wie heißen die noch? Ach, nicht die Stegosauren, die ein Velonasaurus kämpft da. Oh, der ist Level 79. Das wäre potenziell interessant.
Hey, meinst du jetzt die Stegosauren oder das? Nein, das andere, was da drauf schießt. Was da drauf schießt? Ja. Wieso kann das schießen? Weil das so ist. Die Velonas, die haben Schussmodus. Da können die wie so ein Gatling-Geschütz durch die Gegend ballern. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe ein Ei, ich weiß noch nicht welches. Und da hinten, das sind die Magmas, die da so leuchten und brennen. Da muss man aufpassen, wenn die aggressiv sind, können die so einen Vulkanausbruch machen und mit da so einer Lavakugel schießen, die sollte einen nicht treffen. Ja, ich hab's verstanden. Einfach weg. Ich habe ein 71er Ei. Ich komme raus. Ich riskiere nichts mehr. Weiter in die andere Richtung ist die Drachenhöhle und die Höhle mit den Magma-Eiern, wo Ele gerade ist. Mhm. Ja, auch ein. Mein Herz, jetzt muss ich nur noch rauskommen. Da. Was haben wir hier? Oh, was ist das denn für ein süßes Haus? Was für ein Haus hat sie gefunden? Das hier, dieses Wikingerhaus auf der Insel, wo wir dachten, dass Sivina da gespawnt ist. Ah. Das ist ja süß. Kann man da rein? Hm. Ja, wo denn? Wir haben einen 74er Giga-Ele. Echt jetzt? Ja. Das Server wird nicht mehr neu gestartet, solange bis wir diesen einen Giga haben. Okay. So, ich krabble aus der Höhle. Meine HP sehen noch ganz gut aus. Oh. Fuß ist eingeschlafen. Ich habe ein 71er Magma Ei. Sehr gut. Puh. Ich bin noch nicht zu Hause, du weißt ja, ne? Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Lütsichtes oder auch Floßfresser. Okay. Ein Angry Moby Dick. Ein Angry Moby Dick. Also böse. Wenn du ein Floß hast, ja. Hä, wie wenn ich ein Floß hab? Sonst ist der nicht böse? Nee. Der mag aber überhaupt keine Flöße. Warum mag der das nicht? Kann ich ihn ja mal einflößen? Ist halt schon wieder weg, oder? Was? Ich hab nämlich einen Wiffern am Arsch. Ich könnte noch mal umdrehen. Nee, ich will ja, dass ihr weg seid. Achso. So. Du willst, dass wir weg sind, okay. Nicht, dass ich denn euch auf euren Weg da irgendwie hinhänge oder so. Ja, ne. Was ist das denn? Das ist weiß. Das ist schön. Ja, das ist ein Pachyrhinosaurus. Böse oder nicht böse? Nee, solange du ihn nicht angreifst, ist er nicht böse. Den kenne ich nicht. Der sieht aber schön aus mit dem Weiß und dem Blau und dem Grün. Puh. Der hat schon was. Ich bin weg. Ich bin draußen. Ich bin da. Noch nicht zu Hause, aber da. Ah, wie schön. Ich finde ihn schön. Schöner als den komisch langweiligen Schwarz. Man merkt, ich bin sehr neugierig. Ja. Guck dir nur alles an. Rechts von uns ist ein Giga, da solltest du nichts mehr anfliegen. Das ist ein Giga, okay.
Das ist sogar der Giga. Gibt nur einen, oder? Ja, das ist auch richtig. Es gibt momentan immer nur einen Giga auf der Map, glaube ich. Oder zumindest nicht viele. 2, 3 vielleicht. Glaubst du nicht, ne? Ich hab schon wieder total verflogen. Es geht. Von den Farben, finde ich. Oh. Kann man noch mal anmalen. Würde ich eh. Beim Giga. Der kann auch schön aussehen. Und zu Hause mit dem Magma-Ei. Ele glücklich. Ui. Oh. Ui. Überall, wo ich lande, ist irgendwas Gefährliches in der Nähe. Oh, da ist irgendwas Weißes. Was ist weiß? Das ist. Ah, ein Agentavis. Okay. Oder? Schneeweißer Agentavis, wie geil. Oder sieht das nur bei mir so aus? Ja, der ist recht weiß. Werd schnell groß. Werd schnell groß. Weiß-grau. Sieht voll schön aus. Ja. Njum. Lass mal wieder die Klamotten verstauen. Oh, Steins! Duck, duck, duck. Die kenne ich sogar noch. Ah, schauen wir mal, wo dieser Geek auch rumhüpft. Bei uns. Hahaha. Mhm. Giganotosaurus. Schade, dass man auf einem Drachen nicht zusammenreiten kann. 74, da hinten seid ihr. Theoretisch kannst du dich draufstellen oder dich tragen lassen, aber hast halt keinen Doppelsattel. Mhm. So, ich brauche. Oh, der sieht aber auch cool aus. Brauche Metalltore für den, oder? Der blaue oder der mit rot? Also, die sind der ja beide blau. Der eine ist. Der mit rot. Der andere rot. Der hat auch ein bisschen rot. Das hellere. Achso, unten ist mehr so ein rosa, würde ich fast sagen. Ja, im Licht hast du recht. Der sieht aber cool aus. Und das sieht aus, wie als hätte er sich dreckig gemacht. Wie Lehm. Ja, männlich. Und das hier ist wahrscheinlich, die anderen sind weiblich, oder? Kann das sein? Kann ich gleich sagen. Exi. Der ist weiblich, der andere ist auch weiblich. Ja. Ja, dann sind die bunten die weiblichen. Wir brauchen Metalltore für den, oder? Kann ich auch. Stimmt. Haben wir überhaupt genug Metall? Ich guck grad. Wasserart. Cool. Ich glaube, es müsste genug da sein. Könnt ihr noch ein bisschen Metall mitbringen, wenn es geht. Wo? Irgendwo holen gehen oder einfach Stein kloppen oder. Ja, so ein paar Steinchen kloppen. Na, ja, das krieg ich hin. Ich stall da mal. Ah, du hast ein Mikroraptor gefunden. Meh. Die schmeißen sich gerne vom Viech. Meh, Hilfe. Ja, der tut sonst nichts. Der schmeißt sich nur runter. Und dann weg. Kleines Metalltor reicht, ne? Naja, was ist das Größere? Da passt er ja nicht durch. Also, ja. Ich meine, also für einen Giga würde ich Behemoth nehmen. Echt? Ich habe da mit kleinen Metalltoren. Ich habe 3 Stück hin, habe so eine große Falle rein in die Mitte, bin dann mit dem Griffeln losgeflogen, habe ihn gezogen, dann ist er in der Falle rumgesteckt, ich habe mich umgedreht und habe dann das vierte Tor hingesetzt. Ja, Ameisen sind auch nicht nett. Ja, wenn das funktioniert, dann kleine. Wir haben einen Greifen. Ich würde es aber lieber gern dich machen lassen, weil bei mir wird das wieder ein Chaos ausarten. Ja, okay, ich kann es versuchen. Obwohl, wahrscheinlich wäre es lustiger, wenn ich das mache, ne? Kann ich gucke von weitem zu. Also mit kleinen habe ich es noch nie gemacht, also wird es wahrscheinlich bei mir auch spannend. Zumal ich keine gute Rüstung habe, das heißt, der darf mich wahrscheinlich nur 2-mal beißen, bevor ich tot bin. Ja. Wir haben einen Greifen? Ja. Yay. Wo? Na, Base. Will sehen.
Da kannst du sogar auch zu zweit, glaube ich, drauf. Ich liebe die Greifen. Ich finde das voll cool, dass sie so ein paar Fabelwesen mit reingenommen haben. Ich finde es irgendwie voll lustig, wie ich hier mit dem kleinen Argentavis liege und irgendwie mit dem großen Drachen über mir ist. Es hat irgendwie was. Bin ich sogar fast richtig geflogen. Ich bin gut. Ach, da unten sind sogar zwei. Zwei. Was sind das? Zwei? So. Greifel. Achso, ich dachte, wir hätten schon einen gezähmt. Ja, haben wir auch, aber hier unten sind auch noch zwei. Level. Jetzt ein Bund. Ein Quietsch! Deine Ingame-Sounds sind sehr laut, oder? Echt? Ja. Da hinten sind sogar noch mehr Greife, glaube ich. Einer zumindest. Zwei. Also zwei habe ich hier gesehen. Und der andere ist... Und da oben ist noch einer, wo ich hingucke in die Richtung. Ist elf. Da oben, wo du hinguckst in die Richtung. Da ist, glaube ich, noch einer. Ja, da sind sogar, glaube ich, noch zwei. Dauert jetzt ein bisschen, bis alles durchgelatscht ist. Der eine ist 74, Ele. Was ist 74? Der eine Greif. Ich habe einer, der ist 82, der, also der war auch so um den Dreh rum, wo ich den gezähmt habe. Dann ist er jetzt nur 82 geworden. Irgendwas um die 70 rum war es, glaube ich. Rot? Dann hast du ihn aber nicht effektiv. Der eine ist rot, der 74er. Jetzt kommst du wieder mit effektiv. So. Ich glaube, da drüben ist. Oh. Ja, da sind die Wasserfälle, da geht's nach Hause. Was machst du da, Exi? Ich will wissen, was der für Stats hat, der eine. Ich flieg mal weg, bevor ich hier noch zu Greifenfutter werde. Das wäre nicht die schlechteste Idee. Ich habe den Weg sogar fast alleine gefunden. Das ist ein Greif für Header-Ele. Warum? Ja. Weil der rot-grün ist. Zähmst du ihn dir gerade oder wie? Hast du die Steintore bei? Da steht auch noch die Falle. Ach so, aber da fehlen die Türen. Oder da fehlen zwei Tore und ich habe doch... Ich bin gleich da, Wie bin ich ein... Bin gleich da. Wie bind ich den Argentavis fest? Brauchst du an sich nicht. Okay. Oh. Ja, tu den mal kurz ablenken. Ja, der ist abgelenkt. Steht der... Ah, die Tore sind im Dings drin, warte. F. Dock, Dock, Tür, Tür, zack, Drache. Ach so, eine Tür, ein Tor habe ich ja mitgenommen für, ich habe keine zwei Türen. Hast du irgendwas anderes, was du davor bauen kannst? Behemoth. Look, hey, Magnus. Warte mal, ein Dilo. Willst du mich verarschen jetzt hier, oder was? Ja, mach mich grün. Geh weg jetzt, muss hier ein Tor setzen. Stone Gateway. Ich sehe natürlich jetzt. Ah ja, gut. Lasst mich raten, der Greif ist in der Kryokapsel. Ja, ich glaube. Ich setze noch schnell das Behemoth-Tor hier vorne dran. Ist ja egal. Jetzt
Den Reifen oder den Giga? Ja. Im Moment Reif. Warte. Auto close only. Und hier auch Auto close only. Willst du gucken? Warte. Ich komme! Aber von sicherer Entfernung. Warte, wo war das? So. Ihr könnt. Hä, wo war das? War das da hinten? Ich habe allerdings keine Betäubungsfeuer dabei. Hast du welche? 13. Nee, 35. Müsste reichen. Okay. Stell mal die Dinger so um, dass es, Ah, da unten sind auch Greife. Nee, das sind Agantave. Switch to manual habe ich jetzt, ne? Du lockst ihn, ich bleib hier stehen, mach dann die Tür zu. Ja. Momentan spielt er noch mit einem Agi rum. Ich nehme natürlich nicht mal Pfeile mit. Ich habe noch die Pistole mit 6 Schuss. Wird wahrscheinlich reichen für den Agi. Oder? Kommt er jetzt runter hier? Läuft er mir jetzt hinterher? Ja, jetzt vielleicht. Nein. Ah! Was machst du denn? Ja, da kommt er. Okay. Du hast einen ziemlich weiten Weg vor dir, ne? Ja. Ein bisschen also weiter. Andere Richtung. Ja, genau, in die Richtung. Er vergnügt sich wieder mit was? Was haben wir jetzt schon wieder? Ach, Schildkröte. Wo seht ihr denn jetzt? Sehe ich eine Griffenhorde? Da oben sind keine mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Links. Ah, er spielt wieder mit irgendwas. Hier ist ein Sarko drin. Ich brauche mal kurz die Pistole für mich. Ja. Hey, seid ihr noch da, wo ich so nicht den entdeckt habe? Ach, da unten sehe ich was. Da. Keine Muni mehr. Da sehe ich doch was. Jetzt hat er. Ist der dumm? Sago ist Geschichte. Eigentlich müsste. Wenn du ihn halbwegs vor die Falle kriegst, dann kann man ihn wenigstens in der Falle stehend reinziehen. Ja, ich muss erstmal hier aufräumen. Oh. Ja, nicht, dass er noch Kasperle angreift. Ich mach den auch mal ein bisschen weg. Also ich bin jetzt hier oben auf dem Felsen, wo es eigentlich relativ sicher ist. Ich dachte, du alles im Blick hast, ne? Ist alles gut? Ja. Damit. Natürlich den getroffen, Alter. Machst du das jetzt auf dem Wiffern oder wie? Nee. Ja. Ihr habt nichts zum Schießen. Ich will jetzt aber auch nicht dich treffen, ne? Was ja, greift jetzt schon wieder an? Halt den Dimorphodon, den ich hier versuche zu treffen. Er war fast drin. Nee. Von hier oben sah es aus. Krieg's nicht, treff nicht. Jetzt. So, komm mal her, Digga. Ja, er hat mich. Oh. Er ist drin. Machst du die Tür zu? Ja, ich komme. Ah, warte, ich hab die Tür zu. Jetzt muss ich nur noch irgendwie herauskommen. Ja. Ja, an der Seite. Wunderbar. Ich habe einen Mitbewohner verloren. Ich seh nix.
Ein Mitbewohner? Ist er schon weg, oder wen meinst du? Nee. Also eigentlich ist er noch da, aber er ist weg. Hm. Er war da, aber jetzt sitzt er nicht mehr da. Da ist ein leerer Stuhl. Das dachte ich schon, dein Wilfang greift an. Nein. Mach mich nicht fertig, nein, Kerl. Holst du noch Betäubung? Und ein bisschen Narkomittel und so? Achso, hast du. Ja, ich hab nichts dabei. Es ist alles klar. Habt ihr ihn gekriegt? Ja, ja. Er ist eingefangen, ja. Ich hab noch 26, 27 Pfeile. Ich glaube, da braucht ein bisschen. Mit einem Behemotor. Oh, Junge, mach doch mal nicht so einen Sturm hier. Ich sehe doch nichts. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt dann auch wieder einen Cut, weil dauert schon wieder alles zu lange hier. Wir sehen uns, wenn dieser Weihnachtsgriffen irgendwie gezähmt ist. Bis dann, Leute. Tschüss.